zur Stabilitätshilfe zugunsten Griechenlands mit. Abgegebene Stimmen 585. Mit Ja haben gestimmt 454. Mit Nein haben 113 Kolleginnen und Kollegen gestimmt. Enthalten haben sich 18. Damit ist der Antrag angenommen. Wir sind damit auch am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Die nächste Sitzung des Bundestages berufe ich hiermit für Dienstag, den 8. September 2015 ein, soweit nicht zwischenzeitlich andere Mitteilungen erfolgen. Die Sitzung ist geschlossen. Ich wünsche Ihnen noch ein paar hoffentlich ruhige, besinnliche und erholsame Tage. Ja, und auf diese Weise geht eine Sitzung doch recht unspektakulär zu Ende. Hab mal schnell ausgerechnet, 113 Nein-Stimmen hat es gegeben, wenn wir mal voraussetzen, dass die Linksfraktion, sofern sie komplett vertreten gewesen wäre, mit 64 komplett mit Nein gestimmt hätte. Dann blieben 49 übrig, von denen man möglicherweise noch 2, 3 bei der SPD-Fraktion verorten kann, vielleicht auch einzelne bei den Grünen. Das würde aber wiederum bedeuten, dass von den angekündigten 56 Nein-Stimmen aus der Unionsfraktion dann doch erheblich weniger übrig geblieben sind, als das vermutet worden war im Vorfeld. Und es sind auf jeden Fall erkennbar weniger als die 60, die am 17. Juli dagegen gestimmt haben.